Ganz klar. Michelle Glor mit Außenseiterambitionen auf der Bahn 1. Die Teamkollegin von Natascha Kony, 11.93 ist sie gelaufen. Dann Melissa Gutschmidt hat sich ebenfalls über die Zeit qualifizieren können, 11.74. Cynthia Reinle mit Silberchancen, die Athletin vom TV Unterseen, die schon in der Halle so schön aufgetrumpft hat, neben ihr Natascha Kony vom LC Zürich, 11.65 im Halbfinale, 11.63 im Vorlauf. Selim Bürgi ist sehr gut in Form mit 11.78, die 200 Meter Schweizer Meisterin der U23. Und dann auf der Bahn 6 ist es Ayla Del Ponte, die große Favoritin. Die Athletin, die zwei Diamond League Meetings für sich hat entscheiden können und auch in eigentlich allen anderen Wettkämpfen immer Topleistungen abgeliefert hat. Ricarda Dietsche auf der Außenbahn 7, Athletikteam KTV Altstetten. Sie auch eine Athletin, die um die Medaillen mitläuft. Judith Goll dann eher wieder mit Außenseiterchancen auf der Bahn 8. Ja, schade ist, dass wir das Duell Kambunji Del Ponte diese Saison nicht mehr zu sehen bekommen haben. Mujinga Kambunji verletzt, auf die SM verzichtet. Aber ich glaube, sie hätte es schwer gehabt gegen Ayla Del Ponte in dieser Saison. Vor allem Ayla Del Ponte sehr, sehr stabil, sehr ausgeglichen, aus allen Situationen immer wieder gute Zeiten abgeliefert. Del Ponte auf Bahn 6. Aber dann ist es Reinle, die Silber holt. Ist es Kony oder Dietsche oder allenfalls sogar Selim Bürgi mit einem Coup. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte um die silberne und die bronzene Auszeichnung. Und was für eine Zeit läuft Ayla Del Ponte. Gleich der erste Start ist geglückt. Del Ponte nicht so gut aus den Blöcken gekommen, wie ich sie auch schon gesehen habe. Aber jetzt ist sie in Führung. Reinle auf 2 und es ist Kony auf 3. 11.27 bei einem ganz, ganz leichten Gegenwind. Wieder eine super Leistung von Ayla Del Ponte. Tolle Zeit von Ayla. Und wie ich es vorausgesagt habe, sind die Reinle auf Rang 2. Gefolgt von Natascha Kony. Sehr tolle Leistungen von diesen Damen. 11.27, die offizielle Siegerzeit von Ayla Del Ponte. Das bei einem minimen Gegenwind. Aber wenn man das aufrechnet, auf einen Rückenwind von 1,5 Meter, dann ist da schnell mal wieder eine Zehntel weniger. 11.17, 11.15, also diese Zeiten, die ruft sie wirklich ab. Cynthia Reinle ist noch nicht sicher, aber sie gewinnt Silber in 11.65. Ja, auch sie zeigt eine sehr starke Saison, schon von Beginn weg. Sehr tolle Leistungen gezeigt und eine Konstanz, die sich jetzt hier bezahlt gemacht hat. Natascha Kony, 11.71 auf Platz 3. Sie holt sich die bronzene Auszeichnung.